Liebe Freunde, willkommen zu Beholder 2. Es ist heute Nacht um 4 Uhr erschienen, glaube ich. Da habe ich leider schon geschlafen, ich war sehr müde heute Nacht. Wir haben es jetzt 12:30 Uhr, also 12:30 Uhr. Ich möchte es als 14 Uhr Folge heute bringen. Das heißt, drückt wir uns allen die Daumen, dass das klappt. Wer Beholder 1 nicht kennt, in Beholder 1 haben wir einen Hausmeister gespielt, der in den Häusern so ein bisschen Stasi-mäßig rumwuselt. Ich möchte mich übrigens jetzt schon für den Ton entschuldigen, aber dieser Blitz ist so as fuck laut. Das ist der Hammer. Und das Problem ist, wenn ich das leiser mache, dann hört man gleich in-game nicht mehr so viel. Ich habe gerade die ersten 2 Sekunden getestet. Das Spiel ist komplett auf Englisch. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, es zu übersetzen, aber ich kann natürlich nicht alles übersetzen. Ich habe die Beta, habe ich einen Part schon gespielt. Das ist aber was anderes als hier jetzt. Und ich kann euch so viel verraten, das war nicht meine Glanzstunde in Übersetzungskunst, deshalb mal schauen. Wir drücken New Game. Und ich glaube, man kann es mit dem Gamepad spielen. So, wir können... Ja, ich kann es mit dem Gamepad spielen. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich hätte von Anfang an wissen sollen, dass sie einen Weg finden, dass alles... umzubiegen. Alles herumzubiegen. Ich, wie gesagt, wörtliche Übersetzung klappt schon mal nicht, kann ich euch schon mal sagen. Next. In deren Händen wird jeder ein Instrument der Kontrolle. Jede Karotte wird ein becomes a stick. Every carrot becomes a stick. Jede Karotte wird ein Stock. Gibt's noch einen nächsten? Das war alles ein Fehler. Alles. But maybe it's too late, aber vielleicht ist es nicht zu spät, das zu beheben. Ich muss alles herunterfahren. Ich muss alle Dokumente zerstören. Es könnte immer ein bisschen Zeitversetzung sein. Diese leeren Augen, dieses Silence Obedience, dieses stille Dasein. This isn't what I wanted. It wasn't supposed to be like this. Das ist nicht das, was ich wollte. Das sollte nicht so sein. Dieser Blitz ist viel zu laut, Leute. Sorry. Ich hoffe, dass ich lauter bin als der Blitz. Es ist halt mega creepy, wie wir hier langlaufen. Und das Ding ist, es ist zum ersten Mal in 3D. To do great things, you have to overcome great obstacles. Um große Dinge zu tun, musst du große Opfer bringen, ist das, glaube ich. Das weiß ich immer noch. I've never been, ich war noch nie so, ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. I'm sure they're playing on tracking. Das habe ich jetzt leider nicht lesen können. Das war jetzt etwas ärgerlich, ne? Da ist der aber automatisch gelaufen, da konnte ich nichts dafür. Ich weiß tatsächlich schon, wem wir spielen aus der Beta. Also wir haben nicht den in der Beta gespielt, aber ich weiß, wer er ist. Also es wirkt in der Beta wie eine spannende Geschichte tatsächlich. Bin gespannt, wie sie es erzählen. Also wir werden in der Beta, wir werden in diesem Spiel jetzt in diesem Ministerium arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, wie das denn wird. Also das Ministerium, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein bisschen wie die Stasi. Und ja, Mensch. Zum Glück mussten wir keine Attribute verteilen. Ich gehe mal davon aus, dass der nicht aus dem Fenster geflogen ist. So, was ich damit meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass der, sagen wir mal, gestürzt ist, sondern gestürzt wurde. Und das ist der Great Leader. Also sie haben halt einen großen Führer, das ist halt so eine Diktatur mäßig, wie man das auch aus zum Beispiel Papers, Please kennt. Ja, ich sag ja, der Sound ist definitiv scheiße abgemischt. Sorry, aber das ist, in Strecken ist es so leise und in Strecken so laut. Ein paar Tage später. Oh, jetzt sind wir da, wo wir in der Beta waren.
Transfer to the Ministry approved. Also deine hier dein Transfer zum Ministerium wurde genehmigt. Geh so schnell wie möglich zur Arbeit, sobald du in Helmer ankommst. J. Cunningham, PS, dein Vater ist tot. Mehr Infos, wenn wir uns treffen. Und das war das, was ich meinte. Das gerade eben war der Vater von unserer Spielfigur hier. Und wir werden, das ist jetzt ein Teil, den ich schon in der Beta gespielt habe, aber nicht weit, wie gesagt. Oh, hallo, I assume you're the one. Ich denke mal, du bist der, auf den ich gewartet habe. Mein Name ist George Hamnitz. Es kann übrigens sein, dass ich vielleicht mal noch eine... Ja, wobei in dem Spiel werde ich ohne Facecam arbeiten. Das ist gerade so ein neues Ding hier, die Facecam einführen. Kommt noch ein Fußballmanager. Ja, nice to meet you. Ich bin nice to meet you erstmal. Ich bin der Ethan. Ja. Du bist ein großer, you must be quite a big deal, du bist ein großer, ja, ich weiß nicht, das ist immer mein Problem. Ich weiß, was er sagt, ich finde aber nie das deutsche Äquivalent dazu. Große Nummer, genau. Das ist das immer, weil da steht ja nicht Big Number, sondern Big Deal und dann, also ich weiß, was er meint, aber ich kriege dann immer das Deutsche nicht. Das wird uns noch ein paar Mal passieren in diesem Let's Play. Vielleicht kriegt das Spiel übrigens den 16 Uhr Slot in Zukunft. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Weil wir haben ja noch Injustice und DC am Laufen, was jetzt dann heute nicht kommt. Sondern dann erst übermorgen wieder. Also du musst eine große Nummer sein, Ethan. Hä, warum? Ja, ich bin seit 8 Jahren, 4 Monaten und 12 Tagen im Ministerium. In dieser Zeit habe ich 18.342 Fälle bearbeitet, hatte 1629 Tassen Kaffee und habe 284 Fälle bearbeitet. Oder Civil Disorders, Incidents of Civil Disorders, also... Verstöße der Zivilisten gegen die öffentliche Ordnung, würde ich sagen. Also wir werden hier gleich als Ministertyp arbeiten, das habe ich auch schon gemacht, das ist auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. Now ask me how many times I've been sent to welcome a new employee. Sag mir mal, wie viel Mal ich entsendet wurde, um einen Neuankömmling zu begrüßen. Ja, how many, ja, wie oft denn, ja, das können wir uns denken, noch nie. Zero, Ethan, Silch, not in all those 30,050, nicht in all den 3,052 Tagen wurde ich einmal entsendet. Also musst du wohl etwas Besonderes sein, was? I have no idea what you are talking about. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest, ja, vielleicht, müssen sie mich mit irgendjemandem verwechseln? Ich bin ein ganz normaler Typ, mein Name ist Ethan Redgrave. Redgrave? As in Redgrave? Redgrave? Och nee, du, der andere Redgrave. Oh Gott, dein Vater. Go on, Hamnitz. What did you want to... Ach so, Hamnitz ist der Typ. Aus dem Brief, upsie. Hamnitz, was möchtest du sagen? Ja, mein tiefes Beileid. Ich kann mir nicht vorstellen, durch was du jetzt durch musst. Und ich meine, ich habe ihn erst und ich möchte gar nicht daran denken, ich habe ihn erst vor 58 Stunden 53 Minuten gesehen vor seinem Tod. Ja, wir waren uns nicht so nah, um ehrlich zu sein. Wir haben in Dekaden, das habe ich mir in der Beta schon gefragt, sind das jetzt 10 oder 12 Jahre? Ach, Jahrzehnte, Decades, Jahrzehnte, ja klar, 10. Wir haben seit Jahrzehnten nicht gesprochen, bis gestern. Ich habe nicht mal gewusst, dass er hier arbeitet. Dein Vater hat nicht nur hier arbeitet, er war eine der meist respektierten Personen im Ministerium, bis man ihn aus dem Fenster geworfen hat. Er war einer der wenigen, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Und er hat nie auf seine Leute heruntergeschaut, er war ein offener und ehrlicher Mann. Was ist passiert? Hat die Polizei irgendwas gefunden? Ja, Leute wie wir werden bei sowas... wir bekommen da nie irgendwas erzählt. Also weiß ich auch nur ein bis zwei Sachen. Der Rest ist alles Spekulation und Fantasie der Mitarbeiter, die nichts Besseres zu tun haben. Ja, was sind denn die Fakten? Es ist 47 Stunden und 23 Minuten... vor 47 Stunden und 23 Minuten...
ist sein Vater aus dem Fenster im obersten Stock gefallen. Er ist 37 Flure gefallen, hat das Pavement, ist das der Boden? Also Pavement ist das der Bordstein? Ne, Bordstein ist das andere, oder? Er ist auf den Boden geklatscht und gestochen, wir haben es ja gesehen. Ich hätte gedacht, dass Pavement vielleicht Vordach ist. Hier, die Gesetzesverfolgung. Strafverfolgung. Die Strafverfolgung arbeitet, ich versuche immer das perfekte Wort zu finden, arbeitet an dem Fall, wie das passiert ist und wie und warum das passiert ist. Or at least dazu, aber das ist zumindest ist das, was sie sagen. Ist es das, was sie sagen? Das ist jetzt nicht so viel. Mach mal weiter, du. Na, ich habe vielleicht ein paar sehr wichtige Informationen in Verbindung mit dem Tod von deinem Vater. Aber es ist besser, wenn wir das irgendwo besprechen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und nachdem ich dir deine Anweisung gegeben habe und dir deinen Tisch gezeigt habe. Wir sind ja immerhin hier wir sind ja hier schließlich aus einem guten Grund hier. Bist du bereit für deinen ersten Tag im Mysterium? Und das ist jetzt auch der Punkt bei der Übersetzung. Der Satzbau ist ja auch ein bisschen anders. Das heißt, the Ministry is considered quite rightfully to be one of the most... Ja, das Ministerium ist eines der schönsten Gebäude. Es ist so und so lang. Das könnt ihr hier selber durchlesen. Hier die Statue des großen Leaders ist so und so viel. Also das werde ich nicht alles vorlesen. So Begleitscheiße. Das müsste doch Weg oder Gehweg oder so sein. Warum können wir da echt nicht hinlaufen? Oh, guck mal, wir können mit denen reden. Ah ne, die reden miteinander. Now all the gossips love to hang around here. You can listen in on them, but you're not likely to hear anything particular useful or nice. You should get used to it though. That's just how it is around here. No matter what position you're in, you've got to listen carefully. Take note of everything and report it to the higher up. Ja, also du wirst nicht wirklich mit Leuten reden, du kriegst halt mal was mit und du musst halt einfach nur gut zuhören und alles der Obrigkeit melden. Stasi! die Sicherheit des Ministeriums ist da. Wir sind da total stolz drauf, bliblablub. Das ist halt das, was ich meine, Alter. Also wir müssen uns die Texte gar nicht durchlesen, was der sagt. Wir sehen ja die Realität. Das ist halt einfach nur Propaganda. Ja, wir sind hier total für Sicherheit und wir helfen den Leuten. Ja, am Arsch, Alter. 37 Stockwerke. So, und... wir dürfen nie vergessen, warum wir hier sind, was es gebraucht hat, um herzukommen. Hier halten wir die großen Meetings ab. Der First Floor... Also ich sage ja, der schreibt jetzt nur das Gebäude, das Mysterium, aber wir sehen ja effektiv, was das hier für eine Scheiße ist, ey. Das ist einfach nur eine spitze Kacke. Und wir werden jetzt gleich auch ein paar Fälle bearbeiten. Wie gesagt, falls der Sound in dieser Episode noch nicht so gut ist, wird das in der nächsten besser. Okay, ich verspreche, ich teste nämlich gerade eine etwas Neuerung mit dem Mikro. So, und wir werden an so einem Schreibtisch arbeiten. Das ist dein Tisch. Sieh dich ruhig um. Ich werde dir ein paar erste Anweisungen geben. So, wir müssen jetzt gleich ein paar Akten bearbeiten. Zwar bitte uns jetzt gleich erzählen, dass das ist XY da und da hinkommt und... So, ja komm, dann gib mir doch jetzt die Anweisung. Spaß. Nein, Moment. Wie rede ich denn überhaupt mit dem? Dann muss ich erst zu dem Desk laufen. Jetzt ist die große Preisfrage. Das ist mir nämlich aufgefallen letztes Mal. Ich habe zu spät gecheckt, dass ich hier den Pfeil habe wie in einem Adventure. wie jetzt? Okay. Ich muss mit ihm reden, okay. Hast du dich umgesehen? Ich werde jetzt, ja, listen to the briefing. Ja, erzähl mir über den Job. So, wir sind hier, right now, we are in the General Hall, wir sind in der, also Generalhalle. Die Leute arbeiten in
die Leute, die hier arbeiten, senden die Besucher zu den einzelnen Ministerien. Das ist die Frontline, also die vorderste Linie und unsere bürokratische Verteidigung. Nur die Auserwählten dürfen hier durch. Redest du von uns? Fühlst du dich schon wie ein Auserwählter? Jeder denkt immer, dass er speziell und hier, dass er etwas Besonderes ist. Aber wir sind eigentlich alle die gleichen. 2 Square Meters of Skin, 2 Quadratmeter Haut, 206 Knochen, 5 Liter Blut. Well, solange du anständig isst und kein Blutspender bist. Früher oder später werden wir alle sterben, natürlich außer unserem großen Leader, der stirbt natürlich nicht, der ist natürlich unsterblich. But before we get to die, we have to work hard, aber bevor wir sterben, müssen wir eben hart arbeiten. All about the forms. What kinds of forms are here? Es gibt 4 Formulare. Requests, Complaints, Denunciations and Informations. Also Requests, Anfragen, Complaints. Jetzt wird's schon peinlich, merkt ihr? Complaints sind Beschwerden, wenn ich mich nicht irre. Also wie gesagt, ey, ich bin auch englischmäßig komplett raus. Also was heißt komplett raus? Mein letztes Mal, dass ich irgendwas mit Englisch zu tun hatte und gelernt habe aus den Videospielen, wo ich das recht oberflächlich mache, war in der fucking Schule und das ist auch schon 8 Jahre her. Moment, wie alt bin ich? Jetzt bald 27, sagen wir 26. Weil ich noch 26 bin aktuell. Ja, dann sind das ungefähr 6-7 Jahre. Deswegen werde ich nebenher gerade Complaints googeln und das merkt keiner, weil ich die Beschwerde, wusste ich es doch. Denunziationen, also quasi, wenn ich sage, mein Nachbar hat XY gemacht. Und Informationen, choose the most suitable type, also wir müssen halt jedes Dokument, das da jetzt reinkommt, gleich in die verschiedenen Formen einteilen. Und dann halt noch das ins richtige Ministerium. Und dort, glaube ich, sogar noch in das richtige Büro. In fact, there are great many ministries as push every single day. I never have enough time to keep registered straight. Die großen 6 ändern sich nie. Jedes Ministerium hat verschiedene Büros. Ja, okay, easy. Also ihr werdet es gleich sehen, das ist nicht so kompliziert. Mein einziges Problem ist tatsächlich die fucking Steuerung. Ich dachte, es geht einfach weiter. Autorität ist viel wichtiger als Geld. Jeder kann dir gern Geld stehlen oder finden, aber Autorität kann niemand stehlen. Without it, you can forget about promotions. Also, wir werden also kein Geld bekommen, sondern Autorität. Und, talk about family. Hast du eine Familie? Ja, natürlich habe ich eine Familie. Ich meine, Leute, wir sind dem Spiel fucking Spitze, Alter. Ich werde den alles fragen und gegen ihn verwenden. Chefspitze 1, 2, 3. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Ich habe nur den Arbeitstag gemacht in der Beta. Ich habe Kinder. Eine Frau, 2 Kinder, einen Hund und ein Klasse D-Apartment. Wie jeder andere auch. Was ist mit dir? Ich habe eine Frau und eine Tochter. Ach du Scheiße. Ich werde das jetzt einfach mal durchklicken. Findet deine Frau eigentlich gut, dass du hier arbeitest? Ja, ich mache wichtige Arbeit und Rose weiß das. Alle loyalen Bürger haben eine Schuld gegenüber der Gesellschaft. Und die überwiegt alles andere. manchmal fragt sie sich, wie meine Schuld so groß werden konnte, weißt du, nach dem Motto, er sagt, ja, das ist halt so meine Schuld an der Gesellschaft, die man so hat, also der Dienst an der Gesellschaft nennt man das ja auch bei uns. Und sie fragt sich immer, wie der Dienst so groß werden, also wie diese Schuld, die er verspürt, um was zurückzugeben, so groß werden konnte. Sein Apartment, Klasse D, bla bla bla. Wir haben Jahre in der Warteliste verbracht, bevor wir das haben. Jetzt haben wir unser eigenes Badezimmer. Oh, hey, Glückwunsch.
über seine Kinder. Er hat zwei Kinder, die Esther ist sein Stolz. Sie, oh mein Gott, sie kennt alle Distinktiven schon und sie ist erst fünf. Adam ist zwei Jahre jünger. Ja, bist du nicht stolz auf den? Er ist ein bisschen besonders. Ja, was ist passiert? Alter, was ist das denn? Ja gut, Leute, also ich google das mal schnell. Also, jetzt kommt noch dazu, dass ich die... hat er die Kretze oder was? Aspergillus niger. Er hat einen schwarzen Gießkannenschimmel. Was? Hä? Was? Ach, lol. Echt jetzt? Mold, was ist... Ach so, ja, Schimmel wahrscheinlich. And the consequences of spending too much time around it are, well, Meningitis is not the best thing. Ach, er hat einfach Meningitis. Ich hab gedacht, wie kann der den Schimmelpilz bekommen? Oh, das ist furchtbar, Alter. Oh, sprich über den Hund. I heard it isn't easy to get a dog. Ach, so schwer ist es gar nicht. Es hat eine Weile gedauert. Du musstest alle sieben Typen... You have to submit all seven types of application. Pass a medical examination. Ja, du musst halt 80 Millionen Sachen machen, bis du deinen Hund bekommst. Und du brauchst die Erlaubnis von den Nachbarn. Alter, was ist das denn? Nee, end conversation. Ja, sorry, also Leute. Er wird uns da nichts Außergewöhnliches sagen. Ich habe vielleicht gedacht, eventuell kriegen wir dann halt so, Ah, Moment. Das klappt tatsächlich. Married with two... Vergesst, was ich gesagt habe, Leute, wir fragen den weiter aus. ask about authority. How can I earn authority? You earn by meeting your quota for precise appeals. Don't let me... Ja, du kriegst halt Autorität, wenn du deinen Job da machst. Die Besucher sind nur Leute wie... also nicht Leute wie wir. Wir arbeiten immerhin hier. Gute Einstellung übrigens. Erinnere ich immer dran, wie wir dem nicht helfen. Ja, das übliche Geplapper halt. Es könnte im Zweifelsfall wirklich, ich werde das nicht alles immer vorlesen, weil vieles ist auch unwichtig. Hallo. Ich bin nicht müde, weil das Spiel so langweilig ist. Ich bin müde, weil ich müde bin. Ich musste kurz gehen. Ja, und wir werden halt alles machen, um ihnen zu helfen. Aber ich werde das jetzt nicht immer alles vorlesen. Wie gesagt, einfach im Zweifelsfall kurz selbst überfliegen. Ich werde versuchen, den Text immer möglichst lange sichtbar zu lassen. Unser Job ist es, das alles richtig zu machen. So, jetzt haben wir wieder was bekommen, glaube ich, ja. I'm the only one here who actually cares about strangers and stick out like a... Oh, okay, das war doch wichtig, dass wir ihn das gefragt haben. Weil, jetzt haben wir quasi die, Info, dass er der Einzige ist. Also, um nochmal auf Teil 1 zurückzukommen, in Teil 1 haben wir halt sehr viele Infos über den Nachbarn gesammelt, wie der raucht, der trinkt und bla bla bla. Und sowas, denke ich, machen wir hier gerade auch. Hier, mit wem werde ich denn arbeiten? Na, die sind nett hier alle. Wenn sie was von dir brauchen, du dem, tu dem ein paar Gefallen. Lächle. Und red mit ihnen, wenn ihr eine Pause habt. Aber ich würde ihnen nicht vertrauen und nicht deine Geheimnisse mit ihnen teilen. Ich habe mitbekommen, wie viele Leute schon denunziert wurden. Die sind... There are in the Ministry of Internal Control. Achso, ja. Ich habe nicht weitergelesen. Ich habe schon gesehen, wie viele Anschwärzungen, nenne ich es jetzt einfach mal, im Ministerium für interne Kontrolle sind. Ich mag Statistiken und Nummern, auch eine Info, die man aufschreiben kann. And even I couldn't figure out how many of them there were. Ich mag Statistiken und Zahlen, aber selbst ich kann mir nicht vorstellen, wie viele da sind. Das müssen Berge und Berge sein. Ja, also fassen wir zusammen, hier schwärzt halt jeder jeden an. Wie lange arbeitest du schon hier? Achso, hier ist er seit 3 Jahren. Ah. Dann wurde ich befördert.
Und ja, er wurde halt einfach befördert. How do you like it there? Wie, jetzt, wie magst du es dort? Also er ist jetzt halt befördert worden in der höhere Abteilung. Und ja, alles cool. Jetzt kommt der interessante Teil. Did you know my father? Kanntest du meinen Vater? Evasively. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ihr seht schon, bei mir könnt ihr auch Englisch 8. Klasse nachholen. Ich war noch nie der Vokabellerner. Ist übrigens relativ schlecht, wenn man gerade Latein und Italienisch parallel lernen muss. Ihr seht also, warum ich eventuell nicht mehr alle Englisch-Vokabeln im Kopf habe. Ausweichend. Okay. Yes, I was familiar with Redgrave Senior. Ja, ich war vertraut mit Redgrave Senior. Isn't it strange? Ist das nicht komisch, dass so ein respektierter Mann an der Spitze des Ministeriums mit Leuten wie mir redet? Why did the two of you not keep in touch? Warum seid ihr nicht in Kontakt geblieben? Und jetzt ist die Frage. Ob wir hier quasi ihn anblöffen, ob wir ehrlich sind oder ob wir ausweichend sind. Und jetzt kommt der Punkt. Die erste Regel war, vertraue niemandem. Und deswegen werden wir ausweichend antworten. Ich denke, dass Vater und Sohn immer irgendwie in Konflikt kommen. Meinst du nicht? Na, kann ich nicht sicher sagen. Ich kannte meinen Vater nicht. Ey, schreib das erstmal schön in dein Buch. Kannte sein. Also ich würde das jetzt alles aufschreiben, aber kannte sein Vater nicht. Knew my father, speaks highly of him, treats people well when they don't deserve it. Even when er ist ein guter Typ. Er behandelt immer. Also ich habe das in der Beta nicht alles rausgefunden. Also wir haben wohl relativ viel über ihn herausgefunden. Ich hätte jetzt wirklich das noch hinzugefügt, dass er seinen Vater nicht kannte. Seinen eigenen. So, jetzt werden wir einmal unseren Arbeitsplatz besichtigen. Wie gesagt, je länger wir das Spiel spielen, kommt auch ein bisschen Routine rein bei mir. Dann kann es auch sein, dass wir mehr Texte hinzulesen. Jetzt am Anfang ist das alles noch ein bisschen wo. Welcome to Patch. Achso, jetzt muss ich wieder mit links steuern. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich habe eine E-Mail. Ban on mass mailings. We have introduced a completely ban on mass mailings for everyone without. Also wir können wohl keine Massen-E-Mails verschicken. Jetzt kommt das erste. Hä? Ah, hier, da unten. The National Chess Champion is a cheater who belongs in jail. Das ist eine Denunziation, also der Schach-Champion soll ins Gefängnis. Select the Ministry, würde ich sagen, Culture and Sports. Available Office, wir haben Montag den 6. Ja, easy. Die 78. Yeah, Mann. Also ich dachte übrigens, der redet noch weiter, deswegen habe ich auch Next gedrückt. Ja, und so müsst ihr euch jetzt das vorstellen. Ich möchte einen Raub melden. Das ist Complaint. Da würde ich sagen, das ist Order, also die Ordnung, und das geht auf jeden Fall mit Office 101. Jetzt, hä? Hä? Okay. Ich möchte melden, dass Franz Merze irgendwas. Das Ministerium of Labor, Arbeit, ist das doch das Arbeitsministerium, betrügt. He was assigned to be a radio host, but instead he records his voice at home. Then plays the record while working as a handler at the coal. Also er ist Radiomoderator, aber er nimmt seine Stimme von zu Hause aus auf und arbeitet in Wahrheit in einem Kohlewarenhaus. Das ist eine Denunziation. Ach, wär ein Raub vielleicht Information gewesen? Ist es Social Care? Ja, es müsste echt Social Care sein, oder? Und das ist Ministerium 301, ja. Wieso war das denn nicht Social Care? Das war
Ach Leute, das gab's. Was hab ich nicht gesehen? Don't you think we should punish the families of traitors? Requests. Ah, Labor, ich Vollidiot. Patriotismus, würde ich jetzt sagen, ist das. Und 154. Es ist... Es war eine Denunziation. Und das war Social and Care. Ja gut, ne? Also, ja, kann man auch anders sehen. Hallo, ich bin eine als eine Witwe eines Veterans. I'm entitled to housing benefits. Erhalte ich hier Wohngeld oder sowas. Aber my building, mein Hausverwalter sagt, it doesn't count because I'm seeing es. Ja, das ist doch jetzt eine Request, oder? Also das gilt wohl nicht, weil sie einen anderen Mann trifft. Das ist doch Request und Social Care. Und da ist Ministerium 301 zuständig. Was? Reject? Achso, das ist schon... Ah. Wieso ist das jetzt schon wieder... Wieso war das schon wieder... Achso, sie... Oh. Mann, ich habe falsch gedacht. Ich dachte, sie fragt quasi, ob der recht hat. So. Visitor, I want to complain about the terrible working condition in the police force. Ich möchte über die Arbeitsbedingungen bei der Polizei beschweren. Who the hell decided that we have to wear hats underneath our helmet? What genius thought it would be a good idea to boil our brains? Okay, welcher Spasti jetzt denn eigentlich überlegt, dass wir hier... Ach, ich soll exiten. Oh, gut zu wissen, ne? Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Wir werden dann mit der Zeit ein bisschen Routine kriegen. Ich fand das jetzt ziemlich schwer, das noch einzuschätzen. Also war jetzt nicht unser bester Arbeitstag, ne? Report back. Ich habe hier alles gemacht hier. Ey, Ethan, versuch echt nicht Fehler in dem Job zu machen. Versuch einfach echt gut zuzuhören. Und sie dann zum richtigen Ministerium zu schicken. Hier, das ist sehr wichtig für das, für unser Land, dass du hier eine gute Arbeit machst. Aber ich habe nichts, was ich da mehr sagen sollte, über den Job. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Gewöhn dich ein, hier, triff deine Kollegen und earn authority und verdiene dir Autorität. If you roll up your sleeves, wenn du deinen Roller hochpackst, und 8 Stunden am Tag arbeitest, wirst du früher oder später zum Manager befördert und darfst 12 Stunden am Tag arbeiten. Ist das nicht großartig? Ich behalte das im Hinterkopf. Danke, George. I'll make a note in the journal that you have had your briefing. Ich werde eine Notiz im Journal machen, dass du dein Briefing bekommen hast, deine Einarbeitung. All the necessary documents are in that over there. Take them to... Also die ganz wichtigen Dokumente sind dort. Bring die mal zu der Frau so und so. Dann gehen wir mal zur Card with Papers. Report signed from George Hamlets. So, jetzt sollen wir nämlich zur netten Workphone... Können wir nichts machen? Oh, Card with... Ah, können wir auch nichts machen. Also wir können hier gerade wenig machen. Ich versuche das, weil... Jetzt habe ich herausgefunden, dass es im rechten Stick geht. Versuche ich das tatsächlich zu machen. Die waren, glaube ich... Filling Cabinet. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das kann ich mal angucken. So, what do you want? Get acquainted. Hello. Das ist nicht sehr... respektvoll, um eine alte Frau zu begrüßen. Ist das? Ja, tut mir leid. Now what? Give her the documents. George Hamness hat mir gesagt, ich soll ihnen diese Dokumente bringen. Du hast hoffentlich nicht reingeguckt, oder? Ja, ich bin nicht interessiert. Ich habe dich nicht gefragt, ob du interessiert bist. Diese verschlossenen Dokumente zu lesen, wenn du like this, when you don't have, wenn du hier nicht die Top Secret Clearance Level Shit hast,
kann dich deine Freiheit oder dein Leben kosten. Habe ich das klar gemacht? Ja, perfekt, alles easy. Aber ich bevorzuge es sowieso nicht, meine Nase in andere Leute Business zu stecken. Es ist mir egal, wohin du deine Nase steckst. Es gibt Regeln, Regularien und Anordnungen. Die müssen befolgt werden, wenn du im Ministerium bleiben möchtest. Für mehr als nur einen Tag. Wenn du Fehler machst, will ich nichts retten, auch nicht dein Name. Was ist falsch mit meinem Namen? Du bist immer noch hier, überstrapazier nicht meine Geduld. Sorry, ich hau ja schon ab. Dich steche ich als Erste ab. Er kommt auf die Liste. Hand of Blood hatte doch bei Gothic 3 so eine Liste. Ich glaube bei Gothic 2 auch. Was habe ich nicht gesehen, aber bei Gothic 3 hat er eine Liste, die ist auf meiner Liste. So, dann müssen wir jetzt wieder zu unserem Kumpel. Ich bin mal gespannt, wie die Arbeitstage tatsächlich laufen werden. Oh, wir sind zu weit gelaufen. Ach nee, der ist ja... Ah, ja, ich erinnere mich. Ich dachte, wir sind zu weit gelaufen, aber wir sind ja, er ist ja draußen. Oh, wir kriegen noch Skills, wir kriegen noch eine Karte, wir kriegen ein Inventar und wir werden das Profil von den einzelnen Leuten haben. Okay, er ist wegen irgendwas unglücklich. I saw the guard searching you. What did they want? Ich hab die Wachen suchen dich. Sie haben nach einem kahlköpfigen Mann gesucht. Oh, du hast Haare. Ja, aber unter meinen Haaren habe ich eine Glatze. Es hat eine Weile gedauert, um das zu diskutieren. What? Ich sag da mal nichts zu, Kinder. Das heißt, wir können immer mal wieder Leute belauschen. Das kostet uns aber Zeit. Wir haben nur eine begrenzte Zeit pro Tag. Ah, hören wir da auch mal zu. Ich habe den Code für meinen Terminal vergessen. Was soll ich denn jetzt da machen? Keine Ahnung. Vielleicht wird jemand anders das wissen. Ja, viel Glück, ne? Kann ich den jetzt nicht anschwärzen? So. Jetzt werden wir rausgehen. Und dann auch schon die erste Folge beenden. Aber ich weiß ja, was passiert. Und an der Stelle werden wir die erste Folge beenden. Wir sind jetzt draußen, ich habe frisch gespeichert und ich sag mal so, Leute, es wird noch spannend. Wir werden in der nächsten Folge nämlich über unseren Vater reden. In dem Sinne, bis dann.